Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. The Texas Chainsaw Massacre The Game ist jetzt schon seit über 2 Monaten draußen. Und naja, was soll ich sagen, das Spiel macht echt immer noch Spaß, aber ein neues Content Update wäre langsam echt nicht schlecht. Denn leider ist diese Spielformel nach einiger Zeit ohne regelmäßigen Content echt ausgelutscht. Zum Glück hat Gun Media jetzt endlich veröffentlicht, wann die neuen Updates kommen werden, beziehungsweise die neuen DLCs. Und darüber sprechen wir jetzt. Es ist ja schon seit längerer Zeit kein großes Geheimnis mehr, dass wir in diesem Spiel Skins bekommen werden. Wer diese bekommt, wie sie aussehen und wie viel sie kosten, war bis dato noch nicht bekannt. Doch jetzt haben die Entwickler auf ihrer The Texas Chainsaw Massacre Game Instagram-Seite gepostet, wie die Skins aussehen, wie viel sie kosten und wer diese bekommt. Schon mal vorweg, jeder einzelne Charakter, den es in diesem Spiel bis jetzt gibt, wird mindestens einen Skin bekommen. Der wohl bis jetzt bekannteste Skin ist wohl der Nicotero-Skin von Leatherface. Nicht nur bekommt er ein neues Aussehen, sondern auch eine neue Kettensäge sowie einen neuen Kill dazu. Dieser wurde von Horrorlegende Greg Nicotero selbst designt. Der Skin, die Exekution und die Kettensäge sollen insgesamt 16 Euro kosten. Wirklich ein richtig stolzer Preis, meiner Meinung nach viel zu überteuert. Doch das war nicht der letzte Skin, den ein Killer bekommt. Wir bekommen ganze 5 Blutskins für jeden einzelnen Killer. Dieses Paket soll ganze 5 Euro kosten. Ist noch relativ akzeptabel. Aber natürlich bekommen die Opfer auch Skins. Jedes Opfer bekommt ein Outfit-Pack, in dem 7 Skins drin enthalten sind. Dabei kostet ein Pack 5 Euro. Vor wenigen Wochen wurde ja schon geleakt, dass es ein neues Familienmitglied geben wird und wer es sein soll. Der neue Killer ist eine ältere Frau namens Nancy, die einen Hammer oder besser gesagt eine kleine Spitzhacke als Waffe mit sich trägt. Wie man hier sehen kann, kann sie anscheinend an den Mörsern von Sissy auch irgendetwas auffüllen. Eventuell das Gift von Sissy, da nach einer Zeit die Mörser leer sind. Und was noch viel cooler ist, sie kann einfach Stacheldraht legen. Wie das funktioniert und wie sich das auf die Survivor auswirken wird, wenn sie reinlaufen, ist noch nicht ganz bekannt. Das einzigste, was ich jetzt hier herausgefunden habe, ist, dass wenn ein Überlebender in den Stacheldraht läuft, er anscheinend daraufhin direkt enormen Krach anrichtet, was natürlich sehr riskant ist, da die anderen Killer dich wahrscheinlich dann dadurch sehen können. Zudem kann Nancy den Stacheldraht anscheinend wieder aufheben und dann neu platzieren. Eine Exekution von ihr hat man auch schon gesehen. Sehr schön brutal. Ich bin echt mal gespannt, wie sie sich in das Spiel einfinden wird. Einen neuen Survivor bekommen wir natürlich auch dazu. Den sogenannten Danny. Keine Ahnung, was seine Fähigkeit ist, aber hier nochmal die Skins.
Eine neue Map soll auch noch dazukommen, doch darüber ist wirklich wenig bekannt. Nancy und Danny sollen Stand jetzt 10 Euro kosten. Finde ich eigentlich wirklich legitim. Ich packe euch jetzt noch die offiziellen Preislisten rein, damit ihr sehen könnt, wie viel was kostet. Ja, und wer jetzt aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein, dass man 20 Euro bezahlen kann, um alle Outfit Packs zu haben. Zudem steht dort, dass am 24. Oktober die Skins anscheinend kommen sollen. Wann jetzt allerdings Nancy und Danny den Weg ins Spiel finden werden, ist noch nicht bekannt. Ich kann euch dazu also nicht sagen, wann wir neuen Content in dem Sinne bekommen, denn das andere sind ja nur Skins. Also Leute, freut ihr euch auf das neue Zeug? Und wie findet ihr generell so die Preise? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und da würde ich sagen, Leute, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute, ciao, ciao.